Und Herr Abgeordnete, ich möchte doch noch mal das Wort ergreifen, insbesondere des Vorwurfs, warum wir diesen Wert auf die U3-Betreuung legen. Herr Renz, kein Kind ist 36 Monate in der Kita, das sollten Sie auch wissen. Rechtsanspruch tritt ab dem ersten Lebensjahr in Kraft. Und ich denke, den Mutterschutz sollten auch bitte Sie dann einhalten. Na, Sie haben von Betreuung gesprochen, aber nichtsdestotrotz. Wir halten nach wie vor den Fachkraft-Kind-Schlüssel von 1:4 auf wirklich wichtig, weil jede Wissenschaft und Pädagogik wird Ihnen das bestätigen, dass wenn man ganz früh investiert, nämlich in eine gute Betreuung, dass später, nö, das habe ich nicht gesagt. Drehen Sie mir nicht die Worte im Munde um, Herr Renz. Es geht hier darum, diese Fachkraft-Kind-Relation zu verbessern. Frau Schwesig, wir haben immer wieder diskutiert, inwiefern der Betreuungsschlüssel verbessert werden kann. Ich finde schon famos, wie hier Worte im Munde umgedreht werden. Und ich denke, das zeigt auch die Debatte, wie sie hier hitzig geführt wird. Ich habe mich ja auch verführen lassen. Ist aber so, dass ich denke, dass wir hier fürs Land ein gutes KiföG haben wollen. Und ich finde es schon anmaßend, auch Herr Heidorn, Sie kennen das selber, die Diskussion hier aus der Stadt Schwerin, wie sie geführt wurden. Und dass die Gelder nicht ausreichen, dass dann immer wieder gesagt wird, ja, dann muss die Kommune zahlen. Ich möchte nur zu bedenken geben, dass A, je weiter die Kita ausgebaut wird, und dessen müssen wir uns stellen, die Jugendhilfe weniger Geld hat, das wissen wir alle, und dass zurzeit etwas passiert, was niemandem nützt, dass nämlich einer ausgespielt wird. Das Zweite ist DESC. Ich bin darauf nur kurz eingegangen. Meine Fraktion lehnt das DESC-Verfahren ab. Und natürlich wissen wir, dass die sozialpädagogische Begleitung zusätzlich ist und dass gerade die Einrichtungen, die von diesem DESC profitiert haben, nämlich zusätzliche Sozialarbeiterinnen in die Einrichtung gebracht haben, womit man dann mittel- und langfristig möglicherweise Hilfen zur Erziehung hat minimieren können und auch sozialräumlich besser arbeiten können. Das ist aber ein anderer pädagogischer Ansatz als das DESC. Das DESC ist ein Screening und ich persönlich halte das für ein unheimlich exklusives Verfahren, nämlich das Aussortieren am Defizit orientiert. Das ist immer eine Sichtweise, Herr Balin. Und ich bringe hier unsere dar und werbe auch darum, davon ein Stück weit abzukehren. Das wird ja fast gebetsmühlenartig hier dargestellt, was das DESC alles bringt. Wir wissen das doch. Wir wissen doch, wenn die Relation, Fachkraft-Kind-Relation minimiert wird, also an dem Kind orientiert, dass sich dann Folgen eigentlich minimieren, so wie die Hilfen zur Erziehung, wo wir auch wissen, dass die so extrem in die Höhe gehen. Und ich halte gerade aufgrund der Einkommenssituation, dass die Auswahl problematisch, denn wenn wir uns in Schwerin daran erinnern, die Kita in der Voss-Hiedlow-Straße war im DESC-Verfahren, jetzt sind weniger Kinder, wo die Eltern im ALG-2-Bezug sind, jetzt fallen die eigentlich nach Definition raus. Herr Professor Hoffmann hat aber gesagt, er möchte gerne sehen, wie sich das entwickelt, ob es wirklich diese Ergebnisse gibt, die wir alle meinen zu wissen. Und daran erinnern Sie sich, das wurde so in der Anhörung gesagt. Und von daher bitte ich, diese Diskussion ruhiger zu halten. Ich habe auch Herzblut bei dieser Sache, Frau Schwesig. Aber wie gesagt, ich denke, es ist auch das Recht, und nicht nur das Recht, so verstehe ich Demokratie, dass hier gestritten wird, nämlich um das Beste für die Kinder. Und wir haben hier pädagogische Ansätze, die sehr stark bevormunden. Und da kann ich als Bündnisgrüne immer nur den Finger reinlegen und sagen, nein, so nicht. Wir müssen mündige Bürgerinnen und Bürger uns in den Einrichtungen groß werden lassen und da sind wir gerne mit zu bereit, aber nicht für so eine Augenwischereipolitik. Und mich hat das nicht überzeugt. Unsere Hauptkritik, Herr Renz wollte es ja fragen, ist die Finanzierung, bleibt die Finanzierungsarchitektur und die Verwaltung und da sehe ich nicht wirklich Verbesserung. Deshalb wird unsere Fraktion diesem Gesetz nicht zustimmen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.